Hallo und herzlich willkommen beim Center of Excellence für Meditation. Das letzte Mal haben wir über Muji gesprochen. Heute sprechen wir über Satya Sai Baba. Das sind Lehrer von Rama. Rama ist einer der Hauptmeditationslehrer im Ashram bei Yoga Vidya. Herzlich willkommen, Rama. Und ja, without further ado, erzähle uns über Satya Sai Baba und deine Erfahrungen, ja, wie du ihn gefunden hast, wie sich das angefühlt hast, was es in deinem Leben bewirkt hat, was du mitnehmen konntest und was du weitergeben möchtest diesbezüglich. Ja, danke schön. Hallo miteinander. Über Baba zu sprechen ist eine große Ehre. Ich könnte sogar, oder ich sage sogar die größte Ehre, weil es das Wesen war, was mein Leben am meisten verändert hat, beeinflusst hat und mich dazu gebracht hat, zu versuchen, die Liebe in mir, in allen Wesen und in Gott zu finden. Und die Zeit seit 2001, seitdem ich ihn kennengelernt habe, bis jetzt, also die letzten knapp 20 Jahre oder gut 20 Jahre, ist eine radikale Transformation stattgefunden durch die Schwingungsfrequenz, die in mir angehoben wird. Genau, dieses passiert in wunderbaren Wundern, die man nicht alle greifen und ausdrücken kann. Ne? Und so bin ich auch zu vielen anderen Lehrern geschickt worden. Ne? Ich sage dann halt so, ich bin von Sai Baba zu anderen Lehrern gekommen, geschickt worden. Ne? Und das passiert auch immer noch weiterhin. Nicht nur zu anderen Lehrern, sondern auch in andere Kulturen oder zu anderen Menschen oder den Kontakt zu anderen Personen. Genau, und so lebe ich ja auch in einem Shivananda Ashram und hier spricht man und fühlt man ähnlich, dass man sagt, na, Swami Shivananda führt uns hier und wenn was Großartiges passiert, dann spricht man von Shivanandas Gnade. Er gießt das Licht des Wissens und der Liebe über uns hier bei Yoga Vidya. Und wenn was nicht so Prickelndes passiert, dann sagt man, wir rufen Swami Shivananda an, möge er uns führen. Und so habe ich das genauso. Ich habe schon manchmal überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen A und B, sondern für mich ist es dann halt einfach das Licht oder das höchste Wissen. Ne? Aber als Form, als Gestalt habe ich mit diesem Wuschelkopf von Satya Sai Baba, der 1923 geboren worden ist, in einem Dorf in Andhra Pradesh in Südindien, in Nähe von Bangalore oder zwischen Hyderabad und Bangalore in Buddhaparthi. Und hier war dieser Bursche, der als Junge einen Skorpionstich hatte, so wie er beschreibt oder es beschrieben wird von anderen, ich glaube mit 6 Jahren. Ne? Und er fiel dann in dieses Koma oder in diese Krankheit, von so einem Skorpion gestochen worden zu sein. Und als er dann wieder kam aus diesem Zustand, war er dann eine Hatte er irgendwo, war er eine andere Person, ne? Oder hatte einen anderen Zugang zu Gott, zum Wissen, zur Wahrheit. Und er beschreibt es so, oder man nimmt es an, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was er beschrieben hat oder so, aber wir nehmen an, dass er dann von Shirdi Sai Baba, auch einem großen indischen Heiligen, der davor gestorben war, dass der in diesen Körper eingefahren ist. Und dann kamen diese Wunder, dass Menschen von ihm halt außergewöhnlich berührt worden sind, wo viele Heilungen, viele Materialisationen, viele Wunsch Geführt worden. Erfüllungen passiert sind, dass die Menschen in Riesen, ich glaube sogar den größten Ashram auf der Welt um ihn herum gebaut haben, als er ist
der Meister, der die meisten Menschen angezogen hat. Ever, würde ich jetzt so sagen. Natürlich irgendwie kann man auch sagen, Jesus Christus, Mohammed oder Krishna, wenn die gelebt haben, wahrscheinlich haben die natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende Millionen, Milliarden Menschen berührt und angezogen. Aber Satya Sai Baba hat es zu Lebzeiten schon. Genau, und so ist so ein, zum Beispiel ein Beispiel, ist, da ist eine Halle dann gebaut worden, die war schon, als ich dann zu Baba kam, 2001 fertig, die Sai Kuwait-Halle, da gehen jetzt noch 85.000 Menschen rein und die war voll. Also die war nicht jeden Tag voll, aber wenn es dann Richtung Wochenende ging oder Festival ging und sowas habe ich nie wieder erfahren. Ne? Da muss ja schon ein Länderspiel stattfinden, irgendwo bei einer WM oder sowas, dass man solche Zahlen dann hat. Und so sind wir oftmals 12 Stunden angesessen oder angestanden, damit wir überhaupt in die Halle reinkamen. Und ich habe das so circa 1,5 Jahre am Stück gelebt und bin dann halt die nächsten Jahrzehnte oder Jahre immer wieder hin, um mich halt zu verneigen, um irgendwo meine innere Führung mehr zu vertiefen. Denn das war mein Wunsch, das war mein Herangehen, dass ich mit Gott in Berührung komme und dann einfach eine Führung erhalte, damit ich einfach weiß, welchen Weg, welche Entscheidung, wie die Liebe sich anfühlt, wie die Wahrheit sich ausdrückt, um dort einfach für mich frei zu werden, ne? Vom Außen im Endeffekt. Und das ist halt so gut gelungen, wie es halt mir jetzt gelungen ist, aber es ist mir nur gelungen, in diese Tiefe zu kommen, auch in diese Respekt, Wertschätzung, Dankbarkeit, Hingabe durch diesen Meister, durch diesen Lehrer. Wo ist der Funke auf dich übergesprungen? Was war das für eine persönliche Erfahrung? Wie hast du gemerkt, er ist dein Lehrer? Der Funke ist sofort da gewesen, weil jede Minute, jeder Moment, jede Berührung, jeder Augenblick einfach nur hochmystisch und magisch und wundersam war, dass man das hat nicht spüren können. Wenn da von ihm gesprochen worden ist oder ich ihn gesehen habe oder in persönlichen Kontakt mit mir auch getreten ist oder ich gebetet habe oder ich an ihn gedacht habe oder von ihm geträumt habe oder was auch immer passiert ist, es ist einfach nicht von dieser Welt. Also so, ich kenne dieses, dass Menschen hier zum Beispiel herkommen nach Bad Meinberg, was ja auch ein Riesenkraftplatz ist, die eine andere Schwingungsfrequenz haben, so wie zum Beispiel dieses Wochenende habe ich ein Seminar gegeben und die Menschen waren einfach hier von dieser Kraft verzaubert und konnten das super gut annehmen, die Entspannung, die Tiefe, die Vorträge, all das, was sie halt bekommen haben an, ja, an Energien, könnte man sagen, oder an Schwingungen. So ähnlich habe ich das halt auch wahrgenommen, aber in einem Ausmaß, dass alles noch in einem Wunder war, das mit so einer Liebe durchdrungen war, die ich halt vorher einfach noch nicht gespürt habe, noch nicht erfahren habe. Das ist der erste Moment, wo ich ihn gesehen habe und er mich angeschaut hat mit seinen Teddybär-Cooler-Augen, war ich in so einer Ekstase, in so einer Freude, in so einer Liebe, ja, die ich halt einfach bis dahin noch nicht auf irgendeiner Ebene nur teilweise berührt habe. Das war so eine andere Dimension von Ehrlichkeit, von Wahrhaftigkeit, von dass ich mich dem hingeben kann, dass ich vorher einfach noch nicht konnte.
Genau. Und das ist auch bei ganz vielen Menschen passiert und deswegen sind da auch Millionen von Menschen hingepilgert und haben versucht, einen Blick, Darshan, das Anblicken von dieser Liebe, von dieser Gestalt, die das natürlich auch ausdrückt, irgendwie zu bekommen. Ne? Und da war oftmals ein Rangen, ne? So nah wie möglich an ihm zu sein, so wie das mir genauso ging mit diesem, da war nicht die Frage, ob man morgen um 3:30 aufsteht, sondern wir sind alle Immigrant. aufgestanden und sind da hinmarschiert und haben uns da angesessen und die Post, die ging bei jedem ab. Genau. Und natürlich hat der eine sich auch zurückgezogen, wie bei anderen Meistern auch. Ne? Also das hält natürlich nicht bei jedem gleich an, ne? Aber auch das, was ich erfahre durch die Wesen, die Menschen, die Disciples, die Hingegebenen von ihm, das ist das, was für mich die größte Freude ist, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein und zu sehen, ne? Dass viele Menschen, die ihm hingegeben sind, er ist ja auch schon 2011, hat er den Körper verlassen, die sich ihm hingegeben haben, dass da so reife Seelen daraus erwachsen sind und man Ich einfach wollte es so einen gerade sagen, ja. schönen Weg gemeinsam gehen kann, ne? In dem dann das Vertrauen reift, auch in Geschichten, die aufkommen bei Meistern, die nicht so schmackhaft sind, ne? Wo auch Zweifel natürlich aufgerufen werden und wo man dann einfach seinem Herzen halt einfach folgen kann, ne? In welche Richtung das dann halt auch einfach geht, ist halt dann freigestellt. Genau, also die erste Berührung war magisch und von dem her wollte ich da auch nicht weggehen, ne? Bis er mich dann sozusagen irgendwann mal weggeschickt hat. So hat sich's angefühlt. Und zwar war damals mein Hatha-Yoga-Lehrer, den ich in Buddha-Party hatte in Südindien, in diesem kleinen Dorf, in diesem größten Ashram der Welt, glaube ich zumindest, aber kleines Dorf trotzdem, wo viele westliche Menschen ein Zuhause gefunden haben und auch immer noch haben. Da mein Hatha-Yoga-Lehrer, der war früher Sevaka bei Yoga Vidya. Damals gab es nur den Ashram im Westerwald. Und so habe ich dann die Shivakami angeschrieben von Indien und bin dann 2003 Sevaka geworden im Westerwald bei Yoga Vidya. Zum Glück. Also hat dein Leben doch sehr, sehr geprägt. Ich finde die persönlichen Erfahrungen, wie sich das anfühlt, ich finde das hochinteressant. In unserer nächsten Session besprechen wir dann Lehrer, die Rolle eines Lehrers, wie sich das anfühlt, nochmal ausführlicher. Wir haben jetzt von Rama die Lehrer gehört. Das nächste Mal erzähle ich ein bisschen über meine Erfahrungen mit Lehrern oder man ist ja immer Lehrer oder Schüler, wie sich das für mich angefühlt hat und überhaupt über die Rolle eines Lehrers. Das ist ein großes Thema, ist ein, finde ich auch, ergreifendes Thema. Deswegen wollte ich das jetzt mit dir auch immer noch mehr personalisieren, weil es eben, es ist nicht der Lehrer, den wir in der Schule haben, der uns auf der intellektuellen Ebene begegnet, sondern es ist genauso, wie du es beschreibst. Es ist sofortige Übertragung, Instant Transmission. Da kommt eine energetische Welle und bevor das Hirn das begreifen kann, ist man eigentlich erfasst. Und das ist um so vieles höher als das Alltags, die Alltagsschwingung oder auch das Alltagsbewusstsein, dass man einfach von einer ganz anderen inneren Resonanzebene weiß, was ist. Ohne dass man es überhaupt erst vorher, oder dass man es, also bevor man es überhaupt ausdrücken kann, so wie du Genau, sagst, ist so schwer direktes Wissen auszudrücken. könnte Ja. man sagen. Ja. Also genau, weil Lehrer sind für uns alle sehr wichtig, um eine Richtung zu haben. Und deswegen ist es in unserer nächsten Session das Thema. Vielen Dank, lieber Rama, dass du das geteilt hast. Und dann immer schön weiter meditieren, bitte. Deswegen gibt es diese Reihe, hatten wir jetzt mal nicht kurz nicht gesagt, genau. Und wie gesagt, gerne dürft ihr auch Fragen unten reinstellen. Und dann bis zum nächsten Mal, wo wir noch tiefer über Lehrer und persönliche Lehrererfahrungen sprechen. Hari Om Tat Sat, viel Spaß beim Meditieren, gute Zeit, viel Frieden auf der Erde. Danke.
Danke, danke, danke. Tschüss.